Was sind Kulturhäuser ohne seine Besucher und Besucherinnen? Was ist ein Café ohne seine Stammgäste? Und was ist Demokratie ohne eine öffentliche Debatte? Wie kann ein Kulturhaus im ständigen Austausch mit seinem Stammpublikum bleiben? Wie können Stammgäste eines Lokals wiederum schon morgens wissen, welches Mittagsmenü es später geben wird? Und wie kann die öffentliche Verwaltung mit Anrainerinnen und Anrainern diskutieren darüber, ob irgendwo ein Zebrastreifen Sinn macht oder auch nicht? Die sozialen Netzwerke werden mittlerweile von Millionen Menschen genutzt. Das Potenzial ist noch überhaupt nicht ausgeschöpft. Egal, ob das auf kleiner lokaler Ebene ist oder in der globalen Kommunikation. Kommunikation im Internet wiederum muss vorbereitet werden. Es braucht eine strategische Planung. Social Media hat eigene Gesetze. Es ist ein Kommunikationstool. Und das muss vorbereitet sein. Und dabei helfe ich gerne. Wir können gemeinsam entwickeln, welche Zielgruppen haben wir? Wie wollen wir kommunizieren? Was ist das Wesen von Social Media? Wenn Sie diese Strategie entwickeln wollen, ich helfe Ihnen sehr gerne.